Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ein blockiertes Messer lösen können. Als erstes sollte der Griff an der Seite gelöst werden, nehmen Sie anschließend die Schüssel hoch. Es könnte sein, dass das Messer blockiert und gegen den Abschaber schleift. Lösen Sie ebenfalls das Schraubbrett hinten, sodass der Abschaber frei bewegbar ist. Der Abschaber sollte reingeschoben werden, sodass dieser hinten ein Stück raushängt. Anschließend bitte wieder die Radschrauben festziehen.